Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich wollte euch mal von meinem neuesten Minecraft-Projekt berichten. Ich habe diverse Projekte parallel am Laufen und es ist mal wieder eine Minecraft-Geschichte dabei. Eines meiner allerersten Videos, ist jetzt schon ein bisschen länger her und stammt aus dem Februar, behandelte die Top 10-Liste von einer eigenen Auswahl von über 1000 Seeds, die ich hier generieren ließ und von denen ich mir die ich schön fand, herausgesucht habe, um sie euch vorzustellen. Jetzt ist es aber so, dass wir nun die 1.17 haben und damals war es eben die 1.16.5. Da liegt es ja nahe, dass ich wieder so etwas mache. Aktuell habe ich aber das Problem, dass ich zwar modifiziert bin, ich habe Optifine schon drauf, aber wenn man auf die Grafikeinstellungen geht, dann sieht man, der Shader ist ausgegraut, obwohl ich Optifine habe. Da müssen noch ein paar Updates erfolgen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Und ich habe keine Lust, euch Karten zu zeigen, die in fast Vanilla, nur mit einem Resource Pack drauf, dann für euch dargestellt werden. Das sieht einfach nicht so schön aus. Ich weiß, was da alles drin steckt in Minecraft und ich möchte das ganze Potenzial entfalten und trotzdem jetzt bei der Suche oder das, was ich euch jetzt zeige, wie ich arbeite, da habe ich absolutes Low-Level von den Einstellungen, damit es einfach schnell läuft. Denn wenn ich 1000 Seeds wirklich schaffen will, dann müssen die ja auch schnell generiert werden. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, direkt mit dem Update habe ich angefangen und bin dann immer weiter nach oben ganz viele Seeds schon durchgegangen und 142 ist jetzt mein Beispiel, um euch zu zeigen, was ich da mache. Ich werde übrigens von dieser einen Karte auch den Seed in die Videobeschreibung reinpacken, falls ihr die auch mal erkunden wollt. Also, erstmal in Ruhe laden und der erste Eindruck. Ich habe keinen Baum im Gesicht. Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Ich möchte einfach ein kleines bisschen Wiese vor mir haben oder irgendwie eine freie Fläche. Und dann drehe ich mich und sehe, okay, ich habe hier zwei Berge. Also grundsätzlich habe ich jetzt schon mal ein positives Gefühl. Und dann gehe ich in den Spectator-Modus und fliege ein bisschen nach oben und schaue nochmal umher und dann sehe ich ein Dorf. Dann weiß ich schon, okay, von hier nach da ein Dorf, das ist schon mal richtig cool. Dann hat man auch noch Pferde, Schafe, irgendwelche Höhlenkonstruktionen. Ah, da sehen wir nochmal, wir sind jetzt in der 1.17, geil. Also insgesamt irgendwie faszinierend. Das reicht schon, um zu sagen, das ist mindestens eine C-Karte, wo man sagen kann, okay, das Dorf, das reißt schon so viel und mit den Bergen, es sieht einfach schon jetzt hübsch aus. Aber jetzt bräuchten wir noch ein bisschen mehr, um auf ein B zu kommen. Also, was haben wir hier noch? Flüsse, da komme ich gleich noch zu. Und andere Strukturen, wir brauchen andere Strukturen. Wir haben hier eine Struktur. Wir haben hier einen wunderschönen Dschungel. Das gibt auf jeden Fall 3 Pluspunkte extra. Noch eine Struktur. Also unterm Strich 1, 2, 3 Sachen, die hier die Richtung interessant machen. Und wenn man dann noch so ein bisschen umherfliegt, um zu schauen, ist da sonst noch was? Haben wir hier noch ein Gebirge? Dann haben wir da 1, 2, 3 Gebirge. Jetzt fehlt nur noch so ein Dorf, ein zweites oder irgendwas anderes, was an Strukturen vorhanden ist. Und das ist einfach jetzt gerade so noch nicht vorhanden. Ist natürlich schade, weil man dann direkt eine Superkarte hätte. Und dann fliege ich am Schluss, wenn ich denke, okay, ich habe viele Sachen gefunden, die mir gefallen, fliege ich so von der Höhe des Spawns nach oben und schaue mir die allgemeine Topografie nochmal in Ruhe an. Das natürlich erst, wenn ich denke, ich habe viele Sachen gefunden, die mir gefallen, die ich wirklich schön finde.
Und dann kann ich eben sehen, ja, die Flüsse, die stören mich gerade noch ein bisschen. Das ist nicht so ein schönes Meandern, was ich mir wünsche, dass man durchgängig irgendwo hinkommen kann und das cool aussieht. Also das ist ein kleines bisschen Minuspunkt. Aber ansonsten hat das einfach ganz viel und zentral ist einfach dieses Dorf gelegen. Da kann man sich dann wieder alles Mögliche überlegen, was man dann macht, ob man das erweitert, ob man eine Burg drumherum baut. Also viele Möglichkeiten. Der Dschungel, ultra wichtig, dass man an Katzen kommen kann. Katzen sind einfach ultra wichtig. Und so würde ich einfach dieser Karte hier ein B geben. A bräuchte noch mehr Dörfer in direkter Nähe plus irgendwelche Biome, die direkt hier in der Nähe sind. Und definitiv noch einen Zugang fürs Meer. Dann wäre das hier richtig, richtig cool. Aber auch so ist das eine Karte, die ich persönlich schön finde und die ich spielen würde. Und die ich euch jetzt eben auch präsentiere, dass ihr sie vielleicht auch mal durchspielen könnt. Auf jeden Fall, das ist die Art und Weise, wie ich arbeite und dann speichere ich das, notiere mir das, weiß dann ganz genau, okay, das ist jetzt die Welt 142 und so mache ich das dann immer schneller. Ich lade einen neuen Seed und ich schaue mich dann einmal kurz um. Der erste Eindruck, der ist mir wichtig. Baum in der Fresse heißt für mich eigentlich normalerweise nicht geil. Und dann sehe ich einfach, okay, ich bin in einem Ozean von schneebedeckten Bäumen. Das ist einfach Driss. Das will ich nicht, das mag ich nicht, das ist nichts für mich. So, und ich komme dadurch dann auf diese Masse von Seeds. Und ich erspare euch dann die Arbeit. Wenn ich das mich jetzt 1000 Mal mache und davon die Top 10 raushau, dann habt ihr auch wirklich Sachen, die irgendwie schön sind. Und das ist das, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich das zeitlich hinbekomme, dass ich einmal im Monat einfach so ein Top 10-Ding veröffentliche, um die Welt mit neuen Seeds zu versorgen, die irgendwie Spaß machen, die irgendwie cool sind. Und klar, das ist Minecraft. Ich kann das Spiel jetzt ja nicht neu erfinden. Also, wenn ich, sag mal, die 1000 besten Seeds irgendwann zusammen hätte, da wiederholen sich ja inhaltlich viele Sachen natürlich. Also, Insel-Seeds sind Insel-Seeds. Das ist praktisch immer dasselbe. Nur manchmal ist da ein Tropenwald drauf und manchmal ist es eine Wüste, manchmal Pilzland. Es ist, in Nuancen ist es anders, aber im Grunde genommen ist es ja irgendwo auch gleich. Und deswegen wird es auch ein paar Sachen geben, die ich in einem anderen Video dann vielleicht auch schon mal so ähnlich vorgestellt habe. Aber trotzdem ist es ja eine neue Welt. Es ist ja alles neu gemischt. Ich hoffe, dass es ein paar Leute gibt, die mal diese Welt hier ausprobieren wollen, die 142. Den Seed, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr gespannt sein auf das nächste große Minecraft-Video über Seeds. Top 10, keine Ahnung von wann, denn ich warte auf jeden Fall noch auf Optifine und wenn das draußen ist, dass ich mit meinem Shader das zeigen kann, dann werde ich ab dem Zeitpunkt starten und jeden Monat eine Top 10 Liste veröffentlichen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao!